Nun denn, mein wertes Volk, wir stehen vor einer bedeutsamen Verteidigung. Der kann sich rundherum positionieren. Das ist scheiße. 1, 2 Bogenschütz als Fernkämpfer. Haufen Nahkämpfer. Formation. Wahnsinn. Die ganzen römischen Formationen. Mir nach! Gut, ich will die hier im Zentrum haben. Alle. Weil ich nicht weiß, von wo die Gegner kommen. Ich glaube, dass die von da unten kommen. Die Radarkarte gewährt uns ein... Ja. P wie Pause. Diesmal funktioniert es von Anfang an. Die Schützen werde ich wohl hier aufstellen. Und der Rest, ja. Wird sich in die Schlacht stürzen. Die wollen nämlich, so wie es aussieht, direkt zum Hauptgebäude. Und nein, wollen sie nicht. Was haben die? Die haben auf jeden Fall keine Fernkämpfer. Das heißt, ich kann meine Bögen zum Vorteil verwenden. Wo wollen die hin? Ich verstehe es nicht. Nicht der Feindwehr. Wo würde ich... Ich würde hier rumlaufen. Die offene Tür benutzen. Nachdem die Stadt schon keine Mauern hat. Was haben die vor? Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. Doppelte Geschwindigkeit! Los. Schießt schon. General! Marschbefehl! Schnell vorrücken! Marsch! Schnelles Marschieren! Stell uns hier oben auf. Mit diesem Feld können Befehle abgebrochen. Mutige Römer bis zum letzten Mann. General! Rorari. Die klassischen Speerkämpfer, wie es aussieht. Effektiv gegen Kavallerie. Oh, Rory!
lang zurückfallen. Morali! Stein hat sie in Stücke! Das ist nicht meine Ansage. Unser General wird angegriffen. Wir haben keinen General, nur einen, der dafür eingesetzt wurde. Befehl verstanden. Ich glaube, deswegen hatten wir so einen gigantischen Vorteil. Männerbank. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die Moral ist tot. Lang lebe die Moral. Das war's. Bevor noch mehr Opfer draufgehen. Ich meine, ich wusste, dass sie so extrem viel stärker waren, aber dass der General so viel ausmacht. Das heißt, wir werden das Kampfsystem komplett neu erlernen. Ich überlege gerade, die haben oben noch eine Provinz und also eine Stadt. Ach nein, die haben sich die alte zurückgeholt. Weil ich die links ja gerade belagere. Oh schön. Ein Abkommen zwischen uns wäre den Göttern gefällig und ließe unsere Feinde nachdenken. Nun? Apollon ist euch nach dieser Annahme wohlgesonnen. Hier unten tun sie mir momentan nichts. Und das auch nur aus einem Grund. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Ich erwarte eure Befehle. Sie wollten oben ihre alte Für Stadt zurückholen. Und Ehre! Ja, das ist... Wie lautet euer nächster Jetzt Befehl? Jetzt kenne ich keine Gnade mehr. Die Typen gehen mir so dermaßen auf den Geist. Sich. Wird auch mit der Hingabe beglückt, weil die Hingabe halt einen großen Vorteil bieten kann. Der Tod an Ehre! Wir werden diese Siedlung im Namen Roms einnehmen!
Wie kann ich euch dienlich sein? Ich finde Gefallen an Sabotage. Ich baue denen die Provinz auf. Der scheitert schon wieder. Sieg! Ich meine, ich baue denen die Provinz auf und jetzt muss ich sie wieder zerstören. Bereit zum Kampf! Sieg für Rom! Ernsthaft? Ich komme da wegen einem... Egal, ich muss eine neue Armee ausheben. Cornelia, der Julia. Den nehmen wir. Bereit zum Kampf! Dann kriegt er natürlich noch Astarte. Drei Stück. Und zwei Trupp Velites. Müsst hinkommen. Das war's auch schon mit dem Zug. Ah, wir müssen auch Technologie erforschen, okay. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Eisenwerkzeuge. Gelehrsamkeit. Konstruktion, Steuerarbeit. Jetzt bin ich schon fast für die Waffenbeherrschung. Auxilia. Mir geht das die ganze Zeit so, dass mir die ganzen Begriffe und Namen ständig irgendwas sagen und ich weiß absolut nicht mehr, wo ich es hin tun soll. Das nervt. Was wollen die bei Neapolis? Ich glaube, die kapieren nicht ganz. So viele Völker hat es doch. Ich glaube, es hat noch kein Shogun gegeben, wo so. Kein Shogun, sag ich, kein Total War gegeben, wo es so viele Völker gab. Also, ich bin ja jetzt kurz vorm Ende der dritten. Na, kurz vorm Ende ist gut, ich bin jetzt am Anfang der dritten Folge. Ja, ich weiß, das ist blockiert, aber nicht mehr lange. Ich erwarte eure Befehle! Ich dachte eigentlich, die wollte ich töten. Kampf bereit machen! Wir erwarten einen neuen Kurs. So, damit ist Neapolis frei. Eure Befehle? Die Typen schwimmen da noch immer. Endlich geht das Schiff unter. Auch höchste Zeit. Die See ruft! Ich erwarte eure Befehle. Seesoldat plus zwei Hingabe.
Wir haben Hingabe und Moral. Dann würde ich das doch fast beibehalten. Und eine Tradition, eindrucksvoll die Soldatenklasse schützen. Wir haben hier hauptsächlich okay, das heißt, wir werden den Schützenvorteil nehmen. Kommandant! Wie schnell kann sich die Armee eigentlich bewegen, hä? Das gibt's doch nicht. Zum Sieg! Ich erwarte eure Befehle. Diese Armee ist noch nicht ganz ausgebildet. Außerdem kriegt ihr jetzt noch einen Hastati dazu. Das geht sich noch aus. Dieser wird noch weiter geplänkelt. Ah, hier kann man ausbauen, hier kann man ausbauen. Ich meine, sie hat nicht den Erfolg noch. Auxilia spielt eine Stunde lang. Na super. Ja, das hat sich ausgezahlt. Ich habe übrigens noch irgendwann einen Bonuscode rumliegen, den ich durch die Vorbestellung bekommen habe. Hm, müssen wir schauen, was der bringt. Vielleicht ein spielbares Volk oder so. Ich habe irgendwas im Hinterkopf. Ach, das gehört auch dazu. Na super. Wie lange haben wir für unsere Zielzeit? Beherrscht zwei Provinzen. Zeitbedienung. Steht da nichts. Aber jetzt muss ich erstmal die Siedlung erobern. Das dauert mir auch dann lang genug. Jetzt kommen sie raus, ja. Die Armeen sind gigantisch. Steinspeicher nicht möglich. Die Siedlung wird belagert. Ach so, ich kann ja noch belagern. Ich dachte, die kommen raus, dabei war das mein Angriff, weil ich die Truppe der Runde keine Bewegung zugeteilt habe. Oh Gott. Ich würde mich auch wundern, wenn die rauskommen. Noch sind meine Truppen stark. Nicht die stärksten, aber stark. Diese Warterei, die Framerate-Einbrüche und ich keine Ahnung. Kein Plan, ganz ehrlich, Leute. Das zählt sich ein bisschen, ich weiß. Aber wenn es euch tröstet, für mich zieht sich's genauso. Agent ist genesen, Verschleiß ist da, okay. Ach du Scheiße. Wie kann ich euch dienen?
Ah, kommt sie automatisch, okay. Haushalt erweitert sich ein General, leichtes Mädchen, okay. Auch nicht schlecht. Magna Graecia, oder so ähnlich. Bevölkerungsüberschuss. Ja. Öffentliches Forum hört sich doch gut an. Bei Ausbildungsfeld auch. Ich werde das Forum bauen. Klingt irgendwie entspannter gerade. Zu euren Diensten. Die Flotte meldet sich. In den Kampf. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist oder wird. Aber die Armee ist fertig. Ligurien hat das übernommen. Nicht meine Feinde. Oh Gott. Sofort. Wir hungern nach einer Schlacht. Ach, da oben wäre die letzte mögliche Hafenstadt gewesen. Verdammt nochmal. An die Arbeit, Männer! Zu euren Diensten. Das habe ich ja toll gemacht. Ermutigte Bevölkerung. Alle sind jetzt zufrieden, okay? Quartiermeister berichtet, 3 Legionen, ist klar. Publikan, Eckeskient, Amulett der Jupiter, okay. Die Forschung geht nach 2 Runden und das haben wir fast. Ligurien, das schreit schon nach Diplomatie. Ligurien, die sind uns neutral gesonnen, aber eher positiv. Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Die Geister kennen die Wahrheit. Nicht-Angriffspakt. Ein Nicht-Angriffspakt ist ein temporäres Abkommen zweier Fraktionen, sich für einen gewissen Zeitraum nicht gegenseitig anzugreifen. Es kann jeder... Ja, das weiß ich doch alles. Ihr wart gerecht und ich stimme im Namen meines Volkes zu, da ich weiß, dass etwas Gutes aus diesem Tag hervorgeht. Freut mich. Dann habe ich zumindest mein Bündnis mit denen abgeschlossen. Und was mich besonders freut, ist, dass es in diesem Spiel keine Reichsteilung gibt. Ha! Das heißt, nach der Hälfte der Kampagne wird sich... Ich will dir noch... Sie werden niederkauern vor der Macht! Das heißt, nach der Hälfte der Eroberung wird mir nicht alles in den Rücken fallen, was vorher mein Verbündeter war, egal wie gut es mir mit denen stand. Das war in Shogun immer so ein bisschen, vor allem bei Rise of the Samurai war das ja so ein vermaledeites Teil-Ding, das war extrem abartig. Jetzt greifen sie an. Defensiv ist eine knappe Niederlage. Dementsprechend
meines Wissens darüber, wie schlecht ich hier momentan strategisch bin, werde ich es aber trotzdem manuell spielen, in der Hoffnung, dass ich es noch retten kann. Was zum Geier? Das bietet sich doch an. Das bietet sich doch richtig an. General! Geschosse bereit zum Einsatz! Wir warten auf einen Befehl! Geschosse warten auf Ziele! Das bietet sich hier so richtig an. Legatus! Die Feuerfrei-Option für Geschosse kann mit dem Feld links unten auf dem Bildschirm ein- oder ausgestellt werden. Ausgeschaltet lässt sich Munition. Munition sparen. Eingeschaltet greifen sie von sich aus an. Alles klar, das kennt man ja. Sie machen es mir zumindest insofern verhältnismäßig leicht, dass sie wirklich den Hügel raufgestürmt kommen. Sprich, ich kann von erhöhter Reichweite zumindest ein bisschen profitieren. Nicht wirklich viel, aber immerhin. Wenn ich der Feind wäre, ich würde einfach... Ach, da schaut er, das sind Schiffe! Haha! Kranke Sache. Ich wusste ja, dass das diesmal gehen soll, dass man Schiffe und Landeinheiten gleichzeitig benutzen kann. Lebes! Elites! General! Schildkrötenformation! Formation Schildkröte! Ach, zur logischer Sicht! Mutige Römer! Bis zum letzten Mann! Legatus! Wieso kommen die nicht? Die lassen sich Zeit. Elites! Für die Götter! Legatus! Die Römer sind bereit, ihre Pflicht zu tun. General! Was? Geschosse bereit zum Einsatz! Die können mich jetzt schon attackieren. Warum? Herbahn Steinschleuderer. Höhere Reichweite. Schweine, das bergauf! Mit sowas rechnet doch keiner. Ich meine, wie denn auch? Im Dienste Roms!
Elites! Geschoss Infanterie zu euren Diensten! Kühlen! Elites! Angriff! Bereit zum Einsatz! Unser General wird angegriffen. Ich bin glücklich, Rom zu dienen. Jetzt weiter weglaufen, sterben sie garantiert. Nein, jetzt kommen sie raus. Männer wanken. Kriegt euch, ihr Hunde! Ich erwarte eure Befehle! Legal, Fuß! General! Eure Befehle? Steckt Feuer! Kommt schon. Legal, Fuß! Kommt schon. Männer wanken. Und ich zum Schummel lauf ich das. Bis zum letzten Mann! Zurück, Männer! Legal, zurück! Elites! Es geht sich aus, diesmal wird's was. Na also! Diesmal war's was. Nicht euer Ernst. Nein! Wir haben einen Siegpunkt verloren! Wie ihr befehlt! Nein! Feiges, hinterhältiges Pack. Deutsche Römer! Elites! Das packe ich doch nie. Oh Gott! Aber das heißt, glaube ich, nicht, dass man sofort die Schlacht verliert. Doch, verdammt! Aber dieses Mal sind sie so weit dezimiert, dass sie kaum noch eine Chance haben. Dong! Scheiße, das war die Aufnahmezeit. Also, da können wir nächstes Mal garantiert einhaken, was ich relativ schnell aufnehmen würde. Zurückfallen und neu gruppieren! Da komm schon. Okay. Der Vorteil ist natürlich auch von zwei Tagen pro Woche eine halbe Stunde ist, dass doch etwas mehr weitergeht als bei einem normalen Sonntagsprojekt. Aber es halt auch
trotzdem ein relativ langwieriges Projekt sein wird. Ich schätze mal, dass es sogar noch länger gehen wird als Shogun. Wobei ich auch nicht die ganze Zeit alleine bleiben werde. Das heißt, nach dieser Kampagne erfolgt wahrscheinlich eine zweite. Und die werde ich vermutlich nicht mehr alleine bestreiten, aber das sehen wir dann noch. Kommandant? Sie werden niederkauern von der Macht Roms! Ich habe schon wieder 1000 Mann. Zurückfallen! Woher haben die schon wieder so viele Soldaten? Egal. Dateiname LP, was haben wir heute? 2013-09-06. Insofern bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Hoffe mal, ihr feiert ein bisschen hier rum noch, während wir langsam dann mal Ariminum einnehmen. Ich werde eine der Armeen von unten hochziehen. Und dann mit zwei Armeen dagegen antreten. Es dürfte nicht mehr lange dauern, vielleicht 2-3 Runden. Und dann kümmern wir uns unten auf Sizilien um die Reste dieser Splittergruppe. Ja, insofern danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Habt Spaß, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2 Total War. Bis dahin. Ciao.